Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, wo ich sehr gerne über meinen BH-losen Alltag sprechen würde. BH-losen Alltag, weil ich einfach seit circa einem Jahr ungefähr so gut wie gar keine BHs mehr trage. Ja, ich möchte heute so ein bisschen zu den Gründen kommen, warum ich keinen BH mehr trage, warum ich es als besser empfinde, ohne BH rumzulaufen und ja, wie es eben dazu gekommen ist. Also das Ganze hat bei mir eigentlich angefangen vor eben gut einem Jahr, als ich in meinem Auslandssemester war in Russland und ich hatte da generell nur zwei BHs mitgenommen. Also es war ja generell so, dass man ins Flugzeug jetzt nicht so viel Gepäck mitnehmen konnte. Man kennt ja diese Grenze mit 23 Kilogramm, also zumindest in den guten Airlines, wo man eben diese 23 Kilogramm maximal an Fluggepäck mitnehmen kann. Und ich hatte generell nicht so viel Platz in meinem Koffer und habe mir dann gedacht, ja, eigentlich zwei BHs reichen aus, ein schwarzer, ein beigefarbener, und bin mit dem Ganzen dann eben nach Russland geflogen. Und ja, ich bin dann dort eigentlich im Laufe der Zeit draufgekommen, dass besonders in der Kälte, wenn ich Pullover trage, es eigentlich nicht unbedingt nötig wäre, dass ich BHs tragen muss. Dazu muss ich sagen, ich habe sehr kleine Brüste. Ich habe eine Brustgröße von 70A. Also das bedeutet, ich habe eigentlich, ja, was soll man denn sagen, Mickey-Maus-Brüste, die eigentlich eh kaum jetzt wirklich großartig irgendwie stören würden. Und von dem habe ich mir eigentlich vom einen auf den anderen Tag gedacht, ja, ich gehe jetzt einfach mal ohne BH herum. Und habe dann eben so ganz normal wieder meinen Pullover angezogen, bin dann rausgegangen aus dem Studentenheim, bin in die Uni gegangen und habe eigentlich dann gemerkt, dass ich mich ziemlich frei fühle. Und das hat mir dann eigentlich so gut gefallen, dass ich weiter darüber nachgedacht habe, wie es eigentlich ist, so ohne BH. Ich habe das so mehrere Tage ausprobiert und habe mir dann natürlich meine Gedanken gemacht und bin dann auf sehr viel draufgekommen, was mir vorher eigentlich gar nicht bewusst war. Also eins der ersten Dinge, die mir sofort aufgefallen sind, war zum Beispiel die Tatsache, dass ich entweder Luft bekommen habe. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich hatte zuvor wirklich oft Probleme, Luft zu bekommen. Ich bin oft einfach hier gesessen, gerade beim Essen oder wenn ich mit Leuten gesprochen habe, und ich habe gemerkt, ich bekomme irgendwie so schlecht Luft, ich muss mich richtig anstrengen, irgendwie Luft zu holen. Und das Ganze hat sich eigentlich in der Zeit, als ich dann keinen BH mehr getragen habe, eigentlich in Luft aufgelöst. Und ich konnte normal essen, ich konnte sitzen, ich konnte mich mit Leuten unterhalten, ohne dass ich ja schon fast panisch nach Luft schnappen musste. Das hat sich eigentlich erledigt. Und das nächste, was mir natürlich aufgefallen ist, dass ich keine ja, so Art Blutergüsse mehr hatte. Also ich hatte in der Zeit, als ich viele BHs getragen habe, oftmals so kleine Blutergüsse hier, so an den Schultern oder hinten am Rücken. Das waren immer so kleine dunkelrote oder lilane Punkte, die ich dann überall so, ja, in der BH-Gegend eben verteilt hatte, wo ich mir dann echt schon Gedanken gemacht habe, okay, ist das wirklich gesund? Sollte das so sein? Und ja, das war natürlich auch vom einen auf den anderen Tag eben weg. Das nächste, was mir dann eben auch aufgefallen ist, war, dass ich nicht mehr solche Rückenschmerzen hatte. Also, ich meine, ich habe generell jetzt nicht brustgrößenbedingte Rückenschmerzen oder so. Dennoch hatte ich sehr oft mal so seltsame Rückenschmerzen, die von BH-Höhe bis hinunter irgendwie bis zur Hüfte runter eben ausgestrahlt haben. Ich habe mich dann unwohl gefühlt, bin sehr oft in der Früh aufgewacht und hatte wirklich
Rückenschmerzen, große Rückenschmerzen. Und seit ich eigentlich keinen BH mehr trage, hat sich das alles eigentlich von Luft aufgelöst. Also ich kann mich teilweise nicht mal mehr erinnern daran, wie es war mit diesen Rückenschmerzen. Und jetzt spüre ich einfach gar nichts mehr. Ich kann jetzt herumgehen und habe keinerlei Beschwerden mehr. Das wäre eben auch dann so ein Grund, warum ich mir dann nochmal gedacht habe, okay, eigentlich dieses ganze BH-freie Leben ist doch eigentlich ziemlich vorteilhaft für mich. Das, was ich dann eben im Nachhinein noch recherchiert habe im Internet, das war eben so Dinge wie, dass die Lymphknoten eben, dass es für die Lymphknoten viel gesünder ist, wenn man BH-frei rumläuft, beziehungsweise ist es auch für die generelle Durchblutung viel besser, wenn man keinen BH trägt. Ich habe ja prinzipiell ziemlich häufig Probleme mit einem niedrigen Blutdruck. Also ich bin generell so, dass ich niedrigen Blutdruck habe und dann stehe ich auf und dann wird mir schwarz vor den Augen. Dann fange ich wieder zum Schwitzen an, beziehungsweise habe Herzrasen, weil mir dann schwarz vor den Augen wird und so. Das Ganze wurde eigentlich besser, seitdem ich keinen BH mehr getragen habe. Ich habe zwar immer noch Probleme mit dem Kreislauf, also es ist nicht nicht die Wunderlösung, das Wunderheilmittel für Kreislaufbeschwerden, aber es wurde doch um einiges besser. Das, was ich dann eben sonst noch gelesen habe, was ich aber jetzt von mir persönlich ja nicht einschätzen kann, weil ich einfach die Brustgröße dafür nicht habe, war zum Beispiel die Tatsache, dass sich ja anscheinend das Brustgewebe besser stärken sollte, wenn man BH-frei rumläuft. Also das heißt, dass so hängende Brüste oftmals daraus resultieren, dass man eben BHs trägt. Und sich die besser erholen können oder einfach stärker werden, wenn man keine BH trägt. Das kann jetzt ich persönlich nicht genau sagen, einfach weil ich kleine Brüste habe. Ich hatte noch nie Probleme mit einer Hängebrust oder so, die durch diese geringe Größe, ja, hatte ich da eigentlich nie jetzt so einen Moment, wo ich gesagt hätte, ja, ich merke jetzt, dass meine Brust stärker wird oder so. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt 23 Jahre alt und hatte eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie irgendwie Hängebrüste oder so, dass ich mir gedacht hätte, okay, ich muss jetzt eine BH tragen. Genau. Wie es mit Brustkrebs und so ausschaut, ob BHs wirklich brustkrebsfördernd sind, so wie manche Organisationen, manche Studien behaupten oder halbwissenschaftliche Studien, dazu kann und möchte ich nichts sagen, weil ich einfach selber nicht irgendwie das ausgetestet habe. Ich habe selber da keine wissenschaftlichen Belege dafür. Natürlich hört man das ab und zu. Ob das stimmt, natürlich bleibt im Raum so stehen. Genau. Ja, es gibt natürlich schon immer noch Situationen, wo ich BHs trage. Im Winter bin ich eigentlich komplett BH-frei. Einfach weil ich Pullover trage, weil ich dickere Sachen trage, wo man dann sowieso meine Brustwarzen nicht wirklich durchsehen kann. Im Sommer schaut es dann ja schon ein bisschen anders aus. Es kommt natürlich darauf an, was ich trage. Wenn ich etwas Luftiges trage, etwas Weiteres trage, dann ziehe ich keinen BH an. Wenn ich jetzt wirklich ein anliegenderes Kleid, ein schwieriges Wort, anhabe, dann ziehe ich natürlich schon den BH an, weil ich halt natürlich nicht möchte, dass man meine Brustwarzen eben rausstechen sieht, beziehungsweise macht natürlich der BH auch das, dass eben die Brust ein bisschen größer ausschaut und dadurch, dass ich eben kleine Brüste habe, habe ich dann teilweise schon so Probleme, dass mir Kleider oder gewisse Anziehsachen nicht zu so passen und wenn ich dann eben so einen BH dann raufgebe, dann wird das Ganze hier oben herum natürlich schon ein bisschen größer und es passt mir dann auch besser, aber das kommt in der Tat einfach sehr selten vor. Also da muss ich dann schon wirklich ein Kleid anziehen, wo ich sage, okay, hier setzt ein BH einfach nochmal einen extra Akzent, den ich jetzt ohne BH nicht herausbekommen würde, also besonders wenn es jetzt um Dekolleté oder so geht, das ein bisschen gepusht werden sollte, dann ist und das ist natürlich sehr vorteilhaft, aber ja, sonst trage ich eigentlich keinen mehr.
Gut, das war jetzt so meine kurze Geschichte darüber, warum ich keinen BH mehr trage, welche Gründe ich dafür habe. Ja, sollte aber, ist es natürlich nur mein persönlicher, also meine persönliche Erfahrungsbericht, und ich möchte natürlich jetzt niemanden dazu auffordern oder dazu jetzt irgendwie überreden, dass er oder sie eben keinen BH mehr tragen sollte. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Einschalten und freue mich schon aufs nächste Video. Ciao!